Lieber Achim, herzlich willkommen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Peter Dörr von der Bild-Zeitung möchte gerne wissen, jetzt sind wir mal wieder an der Chancenverwertung gescheitert. Macht es dir langsam Angst, dass es egal wodurch irgendwie immer schief zu gehen scheint? Also Angst habe ich überhaupt keine, weil das kein guter Ratgeber ist. Aber es ist natürlich schon enttäuschend heute, weil die Mannschaft von der Mentalität her wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Auch die Wechsel haben funktioniert und wir haben in der zweiten Hälfte noch mehr Druck erzeugen können. Und dass wir hier ohne Tor rausgehen, ist schon wirklich enttäuschend. Frank Hellmann attestiert uns sehr viel Einsatz. Er sagt, es ist sehr viel jugendliche Unbekümmertheit war zu sehen. Aber fehlen dem Kader gegebenenfalls Führungsfiguren für den Abstiegskampf, die einem Spiel Struktur geben könnten? Ja, das würde ja bedeuten, wir hätten heute keine Spielstruktur gehabt. Und das, da muss ich ganz klar widersprechen. Wir hatten heute sehr wohl eine gute Struktur, haben immer wieder über die Außen in die Tiefe spielen können, hatten auch den Zehnerbereich gut im Griff, haben die Hoffenheimer dann in der zweiten Hälfte auch mit zwei Stürmern richtig attackiert. Also das lasse ich da einfach nicht gelten. Und man kann nicht immer auch über Führungsspieler und Führungsspieler sprechen. Es gibt Spieler, die es gut machen. Und es gibt Spieler, die es nicht so gut machen. Und jetzt ist es einfach, in diesen letzten Spielen gibt es jetzt gar keine Diskussion mehr über irgendwas, was ein Spieler für einen Typ Spieler ist. Sondern es geht jetzt nur noch darum, Leistung abzurufen, sich zu fokussieren auf das, was wir tun müssen. Und wir brauchen Punkte. Und da ist ja völlig klar, dass heute kein Punkt rausgekommen ist, obwohl wir, wie ich meine, eine gute Leistung abgerufen haben und mehrfach drauf und dran waren, dieses Tor zu schießen und diese Tore zu schießen. Weil es war ja in der ersten Hälfte, waren da ja auch noch so viele Aktionen im Strafraum, wo der Ball mal direkt vorm Tor lag. Das müssen wir dann natürlich schon auch machen. Und da sage ich jetzt, das ist egal, ob das jetzt ein Führungsspieler macht, dass er dieses Tor in dem Moment nicht reinbringt oder ein junger Wilder, wie es gerade hieß, völlig egal. Ja, eine Situation hätte ja auch gegebenenfalls ein Elfmeter sein können. Achim, hättest du bei Baumanns Einschreiten gegen Taiwo Awoniyi auf Elfer entschieden? Sofort. Ein Torwart, der aus seinem Tor rausgeht, mit einer Grätsche von hinten in einen Spieler reingrätscht und den Ball nicht spielt, der muss mit einem Elfmeter bestraft werden. Und wenn wir gleich dabei sind, dann muss ich sagen, wir haben ja ein Tor geschossen. Und da bin ich wiederum beim Schiedsrichter, dass wenn natürlich der Torwart, warum auch immer, und es war ja unabsichtlich, dass Karim in den Torwart Baumann da reinfällt, aber wenn er dann natürlich daran gehindert wird, vielleicht die nächste Aktion noch zu retten, ja, dann kann man da faul pfeifen. Aber man muss es halt dann schon auch auf beiden Seiten so sehen, nämlich einmal faul pfeifen, ja, aber dann muss man halt auch den Elfmeter geben. Ein weiterer Elfmeterpfiff hätte möglicherweise erfolgen können mit Entscheidung auf Handspiel, als Bikacic quasi im Tor den Ball an den Oberarm bekommen hat vor dem einschussbereiten Awoniyi. Wie hast du die Situation gesehen? Ich habe die Situation noch nicht gesehen. Mir wurde bloß jetzt die Situation so geschildert, dass er praktisch von hinten irgendwie angeköpft worden wäre. Ich muss mir die Situation aber nochmal im Detail selber anschauen. Nils Salecker von der AZ fragt, was hätte denn deiner Ansicht nach in der zweiten Hälfte gefehlt, um noch mal mehr Torgefahr zu kreieren? Ja, da sprechen wir jetzt wieder über all diese Dinge, im richtigen Moment den Tiefgang und die Schnittstellenpässe, vielleicht noch mehr die ein oder andere Situation, die wir zum Flanken hätten haben können. Wir hatten ja jetzt auch mit zwei Stürmern eigentlich eine gute Boxbesetzung und sind da ja auch wirklich oft mit drei, vier Spielern in der Box drin gewesen. Vielleicht die ein oder andere Flanke mehr, noch mehr Zug zum Tor. Aber man muss schon sagen, wir haben Hoffenheim schon ganz schön dominiert und sehr in die eigene Hälfte gedrängt. Und ja, klar, da wurden dann auch nochmal Innenverteidiger gewechselt. Ich glaube, am Schluss waren in der letzten Kette waren vier Innenverteidiger von Hoffenheim gestanden. Ja, schwierig. Du hast zur Halbzeit bereits gewechselt. Peter Herbert Eisenhut von Sport aus Mainz möchte gerne wissen, was den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben hat. Ja, da muss man jetzt ja jeden einzelnen Wechsel durchgehen, aber wir können vielleicht zwei Gruppen draus machen. Alex Hack hatte Probleme mit der Wade, da mussten wir wechseln, deshalb haben wir Musa in die Mitte gezogen und mit Brosinski einfach sowohl einen Standardschützen als auch jemanden, der mit links und rechts ganz gute Flanken reinbringen kann.
Die beiden anderen Wechsel waren für mich so, wir wollten viel intensiver anlaufen in der ersten Hälfte und haben gemerkt, dass sowohl GP als auch Changa ein bisschen müde waren, haben ja ganz viel gespielt jetzt auch in den letzten Spielen. Und deshalb haben wir hier den Wechsel gemacht und haben mit zwei intensiven Anläufern, mit Robin Quaison und mit Karim Onisivo, dann versucht, dieses Aufbauspiel der Hoffenheimer komplett zu unterdrücken. Und bin auch der Meinung, dass das ein sehr guter Schritt war, weil wir dann eigentlich nur noch unkontrolliert nach vorne geschlagene Bälle von Hoffenheim verteidigen mussten. Und das haben wir im Großen und Ganzen gut gemacht. Andreas Schirmer von der dpa sagt, wir haben gut gespielt, aber doch verloren. Mit welchem Hoffen und Bangen gehst du denn jetzt in den Endspurt um den Klassenerhalt und vor allen Dingen auch zunächst in das kommende Spiel bei Eintracht Frankfurt? Ja, wenn wir jetzt die letzten zwei Spiele hernehmen, dann haben wir die Wucht von Union angenommen. Heute haben wir eine große Mentalität gezeigt und haben ein richtig gutes Spiel gemacht oder ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Und das ist schon mal viel wert, wenn man gegen Frankfurt jetzt das nächste Spiel spielt. Und wir dürfen uns jetzt nur nicht beirren lassen und dürfen uns jetzt irgendwie, klar ist es bitter, weil wir wieder keine Punkte haben und es ist enttäuschend für uns alle. Und jetzt haben wir auch ein paar Tage Zeit, nämlich morgen den Regenerationstag und Montag wirklich einen freien Tag, wo wir einfach mal die Köpfe freikriegen können. Aber das ist ja schon mal viel, viel besser, als wenn wir schlecht gespielt hätten und körperlich keine Chance hätten. Wir sind drauf und dran. Wir müssen den Glauben an uns weiter hochhalten und so weitermachen. Dann werden wir uns belohnen. Und wenn das Glück dann auch ein bisschen wiederkommt, sodass man sagt, es gleicht sich aus, ja, das braucht man schon auch, dieses Quäntchen Glück. Ja, wir kriegen heute den Elfmeter nicht, der Freistoß geht an den Innenpfosten und raus. Und wenn wir dann Großchancen haben, dann treffen wir den Ball nicht so richtig oder er wird abgeblockt. Das war ja am Schluss dann schon auch nochmal, das Quäntchen Glück braucht man, dass ein abgefälschter Ball einfach mal reingeht. Ja, dann hoffen wir, dass das Quäntchen Glück uns am kommenden Samstag in Frankfurt dann ein bisschen holder ist. Vielen lieben Dank, Achim, für deine Zeit. Alles klar. Und ich wünsche allen Journalisten gleich einen guten Heimweg. Danke. Dankeschön, schöne Grüße.